World of Tanks Version 9.9 und es gibt neue Funktionen und Verbesserungen. Das ist unglaublich cool. Hey! Aber was ist jetzt neu in der Version 9.9? Nun als erstes links unten schon wieder irgendwelche 10er Panzer, die nicht mehr gehören. Und irgendwie nicht die gleichen wie das letzte Mal. Allerdings sind die vom letzten Mal einfach für alle weg. Was ein bisschen schade ist, aber uns nicht weiter stören soll. Die Grafikeinstellungen sind ein bisschen zu hoch, weil ich mit höheren Grafikeinstellungen spiele, zumindest manchmal. Solange ich nicht aufnehme, ist das immer ganz angenehm. Kommt eben immer darauf an. Ja, dann kann ich die Wetterauflösung normalerweise runterstellen. Aber ach so, deshalb ist die jetzt so hoch. Ich habe gar nicht. Aha. Ist es jetzt besser? Müsste jetzt besser sein. Der hat einfach die Grafikeinstellung hochgestellt. Was für ein Schlingel. Gibt's ja nicht. Nee, jetzt ist alles ein bisschen hoch. Muss schon mal kurz ändern. Eine Sekunde. Drop this bass. Jetzt hat das Spiel erstmal umgemeckert, dass Grafikeinstellungen erst nach einem Neustart wieder wirksam werden. Und guck mal, der Leopard 1. Na sag mal, was haben wir hier denn alles bekommen? Irgendwelche Panzer, die mir nicht gehören. Für irgendwelche Gefechte mit einem D dahinter. Was das wohl ist. Ich weiß es selbst noch nicht. Ich habe drüber gelesen, aber ich weiß es selbst noch nicht. Und da ich in einer Technik-Demo von. Man kann ja immer so eine Demos testen von Versionen, die noch kommen werden. Und da bin ich schon mal den Battle-Tailing gefahren, diesen 25T. Glaube ich zumindest. Gut, das war die Artillerie, ist aber auch nicht so wichtig. Und das hat mir eigentlich ganz Spaß gemacht und deshalb machen wir das jetzt auch. Und ich würde sagen, wir gehen hier sofort in ein Gefecht rein. Gar nicht hier so viel Zeit verschwenden. Tja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber ich werde jetzt trotzdem überreden. Die Folge hier kommt ja am Sonntag. Und Freitag sollte ja der Minecraft-Livestream kommen oder der Magicraft-Livestream. Welcher so, glaube ich, nicht kam. Was in der Internetleitung meiner Mutter liegt, die einfach so scheiße ist, aber die von meinem Vater ist noch schlechter. Upload Speed sind irgendwie, keine Ahnung, 0,6 Megabyte oder so. Richtig, richtig schlecht. Aber gut, was will man jetzt machen? Ist halt so. Und deshalb glaube ich, gab es nicht so wirklich einen Livestream. Und ich habe jetzt auch gar nicht aufgehört, was man in dem Modus anmachen soll. 7. Warte mal, komm ich bestimmt. Artillerieschlag. Nicht schlecht. Meine Koordinaten ist doch schlecht. Ach so. GG All, okay. Sind wir mal nett, U2. Ja, was ist das hier rechts? Jetzt kann ich nicht lesen. Auch nicht schlecht. Ach, das ist ein Deathmatch. Lol, not bad. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und ich darf jetzt erstmal 30 Minuten nachladen, 30 Sekunden. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Ich möchte das nicht. Bitte gehen Sie weg von mir. Das ist, ich möchte das nicht. Danke. Sehen die anderen denn jetzt auch nichts? Wäre ja sinnlos. Okay. Ich werde mich jetzt hier einfach ein bisschen vercampen. Okay, 7 und 8 haben dann wohl auch Abklingzeiten. Verdammt, was sind das für Drecks-Hotkeys? Und oh, Scheiße. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich will das nicht. Ich möchte das. Ich sagte, ich möchte das nicht. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Also mal. Hallo? Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt hau ich den weg. Ja, du brauchst gar nicht zurückgehen. Ich hau dich jetzt. Ich klatsch dich jetzt, du Arschloch. Jetzt hol ich ihn mir. Na du Sweet Boy. Jetzt kann ich dich. Nein, Mapgrenze. Scheiße. Aber ich nicht seitlich treffe, ist dann natürlich doof, ja. Pow. Tschüss. Du Arschloch. Ey, der hat meinen Munitionslager kaputt gemacht. Nee, ich muss mich jetzt sofort reparieren. In die Mitte und ich lade über eine Minute nach, was echt scheiße. Ich musste sofort in die Mitte gehen. Kill me. Nee, ich habe keine Munition durch. Sonst hätte ich dich umgebracht. Versprochene. Hey Jungs. G2. Ach so, ja, bringt den mal um. Ich kann gerade nicht, ne? Ich muss mich. Ey, Alter! Ich muss mich heilen, lass mich in Ruhe. Hey, guck mal, noch eine Vegetarian. Hey Mann, wir sind beides Franzosen. Let's team up. Das ist bestimmt illegal, wa? Teamen ist doch bestimmt illegal. Ja! Gott, was ein Glück. Oh,
Das schießt einfach daneben. Okay, scheiße jetzt. Jetzt bin ich tot, glaube ich, oder? Hinten kam da nicht jetzt noch einer? Ah, scheiße, jetzt muss ich vor allem nachladen. Ah, Mist. Wenn der jetzt noch einen drin hat, dann bin ich tot. Nee, der hat auch keine mehr drin. Oh mein Gott, was für ein Glück. Ja, der hat auch genauso viel Leffi. Oh, scheiße. Nein. Oh, ja gut, okay, das war so ein bisschen klar. Ich würde sagen, ja, mal Leopard 1, jemand den Deutschen. Also, Punkte berechnen. Verdienen Sie Siegpunkte für Ihren Beitrag im Gefecht. Erobere die Fahne. Fahne? Ich habe doch gar keine Basis. Ich denke, das ist einfach, Entschuldigung, nur Deathmatch. Und der hat hier hoffentlich keine Goldmunition dabei. Das wäre nämlich scheiße. Oh, der gefällt mir, aber der sieht cool aus. Oh, ein Rosenbahn so. Okay, ich drücke einfach mal 7. Ach du Scheiße. Ja. Ich krieg dich. Wieso hat das nicht funktioniert? Oh, das funktioniert. Das funktioniert gut. Und jetzt pimmelt er mich von rechts an. Oh, hab ich den getrackt oder ist jetzt. Was ist mit dem los? Habe ich den Turm kaputt geschossen? Das wäre so cool. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso bewegt er sich nicht? Was war das denn für ein Schuss? Alter! Krass. Hammerhart. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Ja, die mich doppelt zerpimmelt. Also das fand ich jetzt nicht so nett. Nehmen wir mal. Ja, in den Jagdpanzer. Ja, das war jetzt nicht so geil. Ey, und der Top-Spieler hat schon 8 Kills. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wieso ich 3 Punkte habe, aber. Wer kann die 8 Kills, der hat 4 Kills. Wie kriege ich denn sonst noch Punkte? Also mir macht das Spaß hier. Also der Sinn dahinter ist wahrscheinlich nicht so groß, aber. Ach, war das ein Drecksschuss. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Ach man, Artillery Strike. Nein, bewege ich nicht. Don't move. Okay, er ist tot. Don't move. Du Gegner. Guckt der mich jetzt an? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke, der hat mich gesehen, ja. Der hat mich gesehen. Jetzt hat er schon 11 Punkte. Wie kriegt denn der so viele Punkte? Ui, da. Oh. Da war jemand. Jemand Böses, der dich nicht mag. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich weiß nicht, wenn er das Ding da jetzt wegschießt, dann. Shit, links, links. Oh, ich hätte mich fast getroffen. Ey! Ey! Der trifft mich aber auch. Ey, sag mal. Was ist denn das für ein Arschloch? Jetzt und jetzt noch wegfahren. Du so. Was war denn das jetzt? Ach du Scheiße. Na, wahrscheinlich irgendwie so Luftschlag oder so. Der hat mich ja richtig getötet. Der hat mich ja einfach zerstört. Bin ich letzter? Hoffentlich bin ich nicht letzter. Das wäre jetzt peinlich. Ich letzter? Ich bin nicht letzter. Bin nur drittletzter. Das geht noch. Das geht voll klar. Hey, der sieht auch voll cool aus hier, der ES7. Das hat echt was hier. Das Modell von dem finde ich sehr schön. Das sieht echt aus wie Armee, oder? Das sieht aus hier wie Armee. Oder? Habe ich so das Gefühl. Okay. Let's search for some enemies. Hier sind irgendwie keine Gegner. Nicht, wenn ich keinen Gegner haben will, sind da Gegner. Wenn ich Gegner haben will, sind keine Gegner da. Und ich habe immer noch keinen Plan, wie man hier Punkte bekommt, außer einen Gegner zu töten. Weil der hat doch nicht 17 Kills. Nee, der hat 8 Kills, aber nicht 17. Und ich habe 0 Kills und trotzdem 3 Punkte. Ich habe 0 Kills. Ich habe doch jemanden getötet. Ah, ich habe mit dem Panzer 0 Kills. Oh, 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 okay. I understand. Ja, danke, dass du den schon angehittet hast, lieber Gegner. Hey, fahr nicht weg. Hinter mir ist ein Jagdpanzer. Mann, ich brauche deine Hilfe gegen den Jagdpanzer. Oh. Oh, gefickt.
Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ey, sag mal, jetzt reicht's mir aber. Ich habe gerade gesagt, ich möchte das nicht und dann. Lauf dich zu bewegen. Jo, natürlich nicht angekratzt. Ja, jetzt bin ich natürlich in der Position ein bisschen gefangen, ja. Ja, ich repariere mich. Ich bin tot. Schade. Aber ich hätte mich fast gewollt. Ich nehme mal den Franzi. Oh, Battle ist schon vorbei. Hat er gerade gewonnen. Der Gegner mit den 20 Punkten voll hammerhart. Ja, ne, 10 wohl echt Kills. Dann hat er mit 3 Fahrzeugen so schnell 20 Kills gemacht. Das ist ganz schön krass. Aber auch hier, guck mal, ich habe mit allen Fahrzeugen... Ich habe doch mit den anderen Fahrzeugen auch Kills gemacht. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man Punkte bekommt. Hier, guck mal, der hat nur 9 Kills. Mit all seinen Fahrzeugen zusammen. Oder? Da, also da steht... Beschädigt, zerstört. 9 zerstört. Mit dem Bad Chat hat er 7 zerstört. Mit dem T-75 Heavy hat er 2 zerstört. Macht 9. Wie kriege ich jetzt Punkte? Was ist das? Getötete Panzer. Achso, wie oft seine Panzer zerstört wurden wahrscheinlich. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie kriege ich hier noch Punkte in den Gefechten? Steht das irgendwie... Oh. Oh, sollte ich vielleicht mal... So automatische Reparatur einschalten. Für alle. Ja, Verbrauchsmaterial ist ja nicht dabei. Außer Munition, aber das zählt nicht. Und T-57 bin ich gar nicht gefahren. Kann ich ja jetzt mal nachholen. Ja, das reizt mich schon. Oh mein Gott, meine Stimme. Das reizt mich schon irgendwie mit dem Deathmatch. Das hat schon was. Dass man dann sagt, ja, Deathmatch. Finde ich schon cool, ja. Generell bin ich ja ein Freund davon zu sagen, gut, man lässt die Leute so lange gegeneinander spielen, bis eine bestimmte Gewinnanzahl oder so erreicht hat, also in dem Fall ja 20 Kills. Oder keine Ahnung, wie auch immer man auf diese 20 Punkte kommen soll. Das mit dem Skill mache ich mal irgendwann später. Weil das mir echt unklar ist. Der hatte keine 20 Kills, der hatte 9 Kills. Und ich hatte einen Kill. Aber nicht 20. Also vielleicht gehen die nach Damage oder so und dann nochmal Kills dazu. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja. Naja. Die werden schon ihre Gründe haben. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch nochmal ansprechen, in Bezug auf das Intro. Das Intro wird hier kommen. Also in WoT wird das Intro kommen, allerdings bei Minecraft wird es nicht mehr kommen und bei Kirby Space Program auch nicht, weil ich das ja beides mit Open Broadcast aufnehme und wenn ich da nur eine große Datei habe, also das ist nämlich eigentlich falsch, wenn ich da eine kleine Datei habe, dann kann ich die so hochladen, aber wenn ich 2 kleine Dateien habe, muss ich die zusammenrendern und dann ist die Datei im Internet riesig. Also da macht das Rendern die Dateien wie normalerweise nicht kleiner, sondern größer. Insofern, da ich kein anderes Programm habe, weil ich, wie in Minecraft schon mal gesagt, ein Computerkrüppel bin, zumindest teilweise. Heavy ist is it still Steel Hunt? H4Ups? Heißt hier eine H4Ups? Keine Ahnung. Naja, der wird schon seine Gründe haben, wieso er das geschrieben hat. Und auch wenn diese Gründe waren, dass er eingeschlafen ist, vielleicht mit dem Kopf voll auf die Tastatur geknallt ist. Kann ja sein. Muss nicht, kann aber. Ich fahre jetzt einfach mal nach. Oh, der verfolgt mich. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte das nicht. Das ist das ist so meine Annäherungszone und ich möchte nicht, dass da jemand sich hineinbegibt. Ja? Jeder hat ja so eine Zone. Und wenn da irgendwer näher kommt, in die. Jetzt hat schon jemand anderen getötet oder was? Nee, der hat noch keinen Kill. Aber der hat trotzdem schon einen Punkt. Vielleicht hat er hier jemanden angeschossen. So, jetzt ist natürlich der Dekorber vorne, weil, ist klar, hat einen Kill gemacht. Und kriegt dann Punkt für. Also für Kills kriegt man auf jeden Fall Punkte. Vielleicht, wenn man irgendwie Modul oder so kaputt schießt? Ich weiß nicht, ich muss mich da noch ein bisschen einlesen. Und ich bin echt der Meister im Verstecken. Der Barber, alle Bub, ist der Meister im Verstecken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, da könnte man sich hinstellen. Ist aber, glaube ich, in Deathmatch jetzt nicht so sinnvoll, sich irgendwo hinzustellen und da zu versuchen, Leute wegzuschießen. Hallo. Och, Mann, tschüss.
Du bist gemein. Ich wollte ein bisschen mit dir spielen, du gehst einfach weg. Nicht zum Beispiel, jetzt habe ich den aufgedeckt. Dafür kriegt man dann wohl keine Punkte. Wäre auch zu einfach, wenn man Gegner aufdeckt, dass man Punkte kriegt. Aber die anderen Leute haben jetzt auch schon massig Punkte. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt hier vorfahre, dann gibt der mir bestimmt eine Schelle, oder? Oh. Jupp, den kann ich auf jeden Fall absnacken. Das war richtig, richtig, richtig hammerhart asozial. Der hat die Kette abgeschossen. Das Arschloch. Ich muss das hier schon ganz schnell weg, sonst bin ich gleich tot. Hey, der Panzer ist explodiert. Bitte lassen Sie mich gehen, ja. Danke. Das war sehr nett. Ich würde jetzt eigentlich gerne einen Artillerieschlag machen. Der hat jetzt geschossen und ich denke, der Reload-Speed von dem Ding ist ja extrem hoch. Das war so eine Arschloch-Aktion, das weiß ich selbst, aber es hat einfach so gut funktioniert. Zwei Kills, jetzt habe ich schon drei Punkte. Ich weiß nicht, jetzt, dann wird Damage wohl auch mit dazu zählen. Oh mein Gott, hinter mir. Ach, scheiße. Nee, gegen den habe ich keine Chance. Ich habe nur drei Kugeln im Magazin und der hat noch mehr als drei und ich habe wenig Leben. Scheiße. Was mache ich denn? What am I doing? Oh, das hat funktioniert. Hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Jetzt lade ich mal ganz schnell das Magazin nach. Also es ist ganz schnell 20 Sekunden, aber mal sehen. Ich bin mit drei Punkten, glaube ich, ganz gut dabei. Naja, ja, ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Ja, ich glaube, der kommt gleich von hinten. Und von hinten bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Ja, dieser Marco, der räumt ganz schön auf. Ja, wie gesagt. Oh, nee, wann? Eine Bad Chat? Was macht die da? Die wollte uns verarschen, war. Ach, die hat wahrscheinlich den anderen von hinten so ein bisschen geärgert, wie so ein Moskito. Und dann hat der sich auch gedacht, nee, jetzt krieg ich keinen Bock mehr. Jetzt bin ich raus. Hä? Ja, wie gesagt, ist raus, ne? Oh, nämlich eine Straße zu wenig gefahren. Na. Hallo! Hier ist niemand. Macht nichts. Es gibt manchmal so Phasen, WoT, da bin ich einfach nur verwirrt. Hier unser wunderschönes Standard-Clan-Logo, das muss ich auch irgendwann mal ändern. In ein wunderschönes, selbstgemaltes Brot. Oder sowas ähnliches. Vielleicht ein selbstfotografiertes Brot. Wäre auch nicht schlecht. Oder so ein selbstfotografiertes Brot. Hätte was. So, jetzt brauche ich ein paar Gegner, die wenig Leben haben. Vielleicht genauso viel wie ich oder so. Anscheinend ist mir allerdings kein einziger Wunsch hier vergönnt. Wie ist denn gerade der Gegner einfach gestorben? Wie kann man denn einfach sterben in dem Modus hier? Oder auf der Map ist doch nirgendwo Wasser. Ah, vielleicht ist der irgendwo runtergefallen. Das kann sein. Weil selbst bei Abbrennen bekommt man ja einen Kill. Und ich bin echt, das ist echt so eine Gabe, ja. Ich kann einfach super gut mich verstecken. Das ist schon wunderbar, dass ich mich hier so gut verstecken kann. Das ist schon richtig schön. Und ich finde es auch wunderschön, dass ohne Maus, offensichtlich eine kaputte Maus, dass anscheinend, okay, jetzt wo ich drüber reden will, habe ich ja einen Frame-Drop. Aber an eben gerade 45 Frames, das war schön. Das ist natürlich auch sehr viel schöner anzugucken, ja. Ist auch klar. Oh. Oh, den Kill hätte ich fast nicht bekommen. Ah, in Deathmatch tut mir das nicht so doll leid wie in einem normalen Spiel, dass ich anderen Leuten hier die Kills wegsnacke. Ja. Gut, da habe ich einfach mal souverän unter den Gegner geschossen. Oh nee, ich lade schneller nach als der, ne? Ah, scheiße. Das weiß der auch leider. Oh Gott. Ja, gut, ich bin tot. Ich bin tot. Den habe ich nicht gesehen. Auch wenn das keine Ausrede ist. Ich nehme jetzt mal die Bad Chat. Ja, das war so mittelprächtig gut, ja. Das war so mittelprächtig. Aber wir gucken uns jetzt nochmal hier die Bad Chat an. Wie schön denn die funktioniert. Na, da hinten ist doch gleich Gegner jetzt hier.
schnell gespawnt und Dankeschön fürs Fenster zu machen. Jetzt ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so laut von wegen Umgebungsgeräuschen. Der scheint auch gar nicht zu wissen, dass wir hinter dem her sind. Nee. Kann ich dem gleich in hinten reindrücken. Ja, jetzt kriegt er. Oh, jetzt krieg ich. Ja, doch, den habe ich. Pow! Tot ist er. Jetzt ganz schnell wieder verbieseln. Und nachladen. Denn die Panzerung von dem Ding ist einfach viel zu niedrig. Oh, aber ich hab hier so einen richtig schönen Bomberschlag. Den müssen wir mal ausprobieren. Also, 8. Aha. Ich weiß leider überhaupt nicht, wo hier Gegner sind. Aber sonst, okay. Ich glaube, ich werde das gleich mal machen. Ich suche mir einen Gegner und dann... Ich habe auch gleich wieder nachgeladen. Dann können wir mal eine Bomberattacke machen. Obwohl Marco gleich gewonnen hat. Mit seinen 14 Punkten. Oh, 15 Punkte. Und ich bin mit 7 Zweiter. Also klar haben noch andere Leute 7, aber... Es gibt... Also irgendwie, dann gibt es da Marco und dann gibt es die Leute, die haben 7. Scheiße. Der sieht mich nicht. Wieso sieht er mich nicht? Ja, Freund Nase, du bewegst dich. Gott. Schieß nochmal daneben. Schade. Oder treff halt. Hä? Jetzt ist er tot. Aber ich habe 8 Punkte. Aber, oh mein Gott! Scheiße. Okay, ich wurde gesehen, das wissen. Das war ein Artillerieschlag. Das war ganz schön asozial, Freund Nase. Wie auch immer mich da gesehen hat. Oh, da kommt ein Bomberschlag. Okay. Bombenanschlag. Mist. Ah, okay, da kann ich aber meinen Bombendings da drauf machen. Nein, beweg dich nicht. Beweg dich nicht, habe ich gesagt. Ach, Mist. Scheiße. Das wäre jetzt ganz schön doof. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriege ich den noch so, ist aber sehr unwahrscheinlich. Der wird nämlich mittlerweile auch nachgeladen haben. Gut, den kriege ich mit ganz viel Glück noch. Ja. Von hinten habe ich mich, glaube ich, gerade auch einer angerannt, weil der hat einen Turm getroffen. Ja, jetzt läuft's doch. Jetzt läuft's doch hier. 10 Punkte. Marco wird zwar trotzdem gewinnen, aber 10 Punkte ist doch ganz okay. Jetzt kann ich hier vielleicht noch irgendwem hinten oder seitlich eine reindrücken und dann... Ich glaube, mich verfolgt jemand und dann den Panzer mal wechseln. Immer so ein Auge auf der Minimap haben. Jetzt weiß ich zum Beispiel, ich kann nicht nach hinten gucken. Ich muss mich gerade hier hingucken, aber ich kann gleichzeitig auf die Minimap gucken und gucken, ob hinter mir einer kommt. Ja gut, der Bombenschlag... Ich glaube, der kann gut sein, wenn man jemanden getrackt hat. Das Problem jetzt hierbei war, der gegnerische Panzer war halt nicht getrackt und ich habe dadurch beide Leisten verloren, beide Balken. Ja, okay, Marco hat gewonnen. Was dann halt ungünstig ist. Oder Zeit ist abgelaufen. Zeit ist wahrscheinlich abgelaufen. Ziel nicht erfüllt. Ja gut, Zeit ist wohl abgelaufen. Oder na, sonst sind jetzt jeder, alle haben dann in die Lage gehalten. Ja gut, okay. Was, 15.000 Damage hat der Junge gemacht? Shit. Wie viel habe ich gemacht? 6.000. Das ist natürlich nicht so prall, ja. Aber dafür bin ich auch nur ein einziges Mal gestorben. Ist jetzt auch nicht so schlecht, glaube ich. 5 Kills. Eine KD von 5. Ist jetzt nicht so schlecht. Denke ich mal. Ist ganz okay. Geld gab es auch einigermaßen. Ja gut, 2 Gefechte in der Folge geschafft. Aber ich fand die eigentlich... Die waren eigentlich ganz gut, die Gefechte. Ja... Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like und eine Bewertung da. Wenn euch die sehr gut gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, doch auch gerne ein Abo. Und dann hören wir uns, denke ich, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was auch immer. Ich habe da keinen Spruch für, aber eben dann dementsprechend bei der nächsten Folge. Euch noch einen schönen Tag und damit Schuh.